Stadt investieren. So, haben wir jetzt mal ihn? Du hast den. Geh weg von dem Hund. Ich nehme jetzt mal den Arschtrittschuh. Nimm das Auto. Na, ah, guck, da nimmt die Schubkarre, damit das Geld wegfahren kann. Ja. Ja, komm jetzt noch? Nee, kommt keiner mehr. Dann go. So. Aber wieso, Syren hat doch geschrieben, ich? Hab's, ja. Den Rest kann ich nicht erziffern. Spielen wir. Was? Wir reden doch gar nicht über Uno. Ja? Nee, Monopoly Plus. Lass. Würfeln Sie mal. Nicht Uno. Sie sind am Zug. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Warum nehmt ihr jetzt wieder alle die Fünfer? Viel Glück. Heißt, ich darf wieder anfangen. Ja, und schon haben wir das Spiel wieder verloren, Alter. Besseren Zeitpunkt. Ihr Zug beginnt jetzt. Komm jetzt bestimmt gleich auf, Dinge. Arsch. Nice. Es wird etwas Gutes passieren. Er kriegt gleich wieder Geld. Gehen Sie ins Gefängnis. Ah, fängt bei Jutta an. Ja, echt. Ey. Meine. Wie viel Glück hat der gefressen? Los, würfeln Sie. Mit den Straßen kennt er sich aus. Oh, jetzt fängt die ganze Scheiße wieder an. Dieses Grundstück steht zum Ich kann noch nicht so viel Glück haben. Sie zum Grundstücksbesitzer. So, mal sehen, wie lange es dauert, bis ich mal jetzt hier die Dingens hab. Die erste Gefängnis. Straße. Gefängnis. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas kommt dann. Der. Ja, das ist so ein Schummelsplechen, oder? Ja. Ja. Fängt schon gut an. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel. Ich mach Bankrott, Alter. Bankrott. Warum sind bei mir Tipps an? Keine Sie sind Ahnung. Dran. Die Text, wir handeln nachher wieder, ja? Hat ja gut funktioniert, ne? Sucht nach einem Investor. Wer wird der Glückliche sein? Ich kann froh sein, dass du Guck da nicht im Real Life kennst. Dann wärst du auch bankrott. Ja. Was soll denn das jetzt? Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Hi. Oh je. Yeah. Sie verfügen über genug Geld, um dieses Grundstück zu kaufen. Möchten Sie investieren? Ich könnte auch eine 9 würfeln. Ja, da ist sie. Habe ich auch eine 9 gehabt? Nee, weiß ich nicht. Immer passiert. Geben Sie nicht auf. Warte nur 10 für den zweiten Preis? Das fängt schon wieder so an, dass ich keine Straßen kriege. War der Trostpreis. Ja, glaube ich auch. Von 2. Ich bin 2. von 2 geworden. Ey, Citex hat gar keine Plakette am Auto. Die ist mir abgefallen. Ihr Zug beginnt. Danke für deinen Sub und ja, herzlich willkommen in der Crew, ne? Und bedanke dich beim Lars, ne, der bei dir im Chat hängt.
Oder gib dem eine Ohrfeige. Oh je. Macht er immer wieder. Und danke, Lars, für den verschenkten Sub. Die Bank sucht nach einem Investor. Wer krieg schon wieder so ein ungutes Gefühl, ey. Und da kommt der Follow. Erst der Sub, dann der Follow. Das ist immer eine gute Kombination. Dankeschön. Ja, so, jetzt aber. 22 gewürfelt. Okay, fast. Freiparken. Ich sag, ich krieg wieder keine Straßen. Das Spiel ist verhext. Warte, wir benehmen uns immer. Wir beobachten euch. Oh oh. Ah, wir das hat keiner eingekriegt. Was sagst du, Schatz? Was ist das? Hm. Aber schon, wenn wir alleine sind. Wow. Nicht eins weitergehen können. Das Herz einer Stadt. Guck mal, wie gierig der wird, wa? Er will schon wieder Cola haben ohne Ende. Ihr so gar nicht. Beginnt jetzt. Ja, der Zug ist bei mir abgefahren. Möchten Sie dieses Grundstück kaufen? Erste Karte, wa? Oder? Ja. Pasch. Jetzt geht's ab. Ich benehme mich niemals. Und wie läuft es bei euch im Spiel? Seid ihr fleißig am Grinden, ja? Gibt's doch gar nicht. Voll der Kaufrausch hier. Das ist Ihre Gelegenheit, sich ein Grundstück zuzulegen. Sind Sie bereit? Umso passiv-aggressiv. Tastatur kaputt. Ja. Was? Follower schon vor 5 Minuten? Dieses Grundstück kaufen. Was? Kann gar nicht sein. Mein Programm willst lügt nie. Willst du mir sagen, dass du die, schon die zweite gelbe hast? Ja. Ja, ich sag ja, der ist krank. Der ist krank. Viel Glück. Sag doch, der ist, hat irgendein Hack am Laufen. Irgendwie sowas. Ich glaube, ich bin im Knast, oder? Ja. Ah, es läuft wieder wie eben, Alter. Machen wir eine Pause. Ich bleibe am besten jetzt auch 3 Würfe da. Jetzt könnt ihr mich am Arsch lecken. Die jetzt hab ich keinen Bock mehr. Dich. Dafür bist du aber auch nur mit einem Schuh im Knast. Ja. Mit einem Bein. Porsche. Porsche. Nick schnappt sich alle Bahnhöfe, oder? Scheint so, oder? Ja. Das ist dem sein Nebenjob. Diesen Zügen kommt man überall hin. Und jetzt den anderen. Oder auch nicht. Hup, hup. Ich liebe es, hup, hup. Geld zu verdienen. Wollt ihr euch nicht mal ein paar Tickets für den Zug holen oder so? Die sind billig. Nee, ich darf nicht reisen, sagt der Wärter. Kauf dir die Straße, die ist gut. Dieses Grundstück wartet auf einen Käufer. Wer will sie draufkloppen? Lass mich! Jetzt fange ich wieder an zu grinden. Mach das. Viel Glück beim Loot. Und sag dem Lars, er soll nicht wieder seine Waffe wegschmeißen. Oh. Ich glaube, die kann ich mir noch leisten. Kauf dir die, ja. Sie haben ein freies Feld erreicht. Möchten Sie sehr es schön. Kaufen? Kauf dir mal ein paar Straßen, ja. Ich muss mich erstmal aus dem Knast freikaufen. Schatzi, ich kaufe für dich mit. So. Keine Teambildung hier. Ja, ja. Teambildung, ey. Intimbildung machen wir. Was intim bin ich bei? So. Ich glaube, ich bin wieder im falschen TS. Dieses Grundstück. Werden Sie zum Grundstücksbesitzer.
Nee, ich will nicht verwalten hier. Würfeln. Das war ja nichts mit Bahnhof, gell? Nee, leider nicht. Ja, Lars, ich habe die ein bisschen höher gestellt, weil ich wegen Counter-Strike, ich vergesse das jedes Mal. Das ist Wahnsinn, ey. Und du kannst dieses Delay halt nicht im Nachhinein irgendwie einstellen. Du kannst es zwar einstellen, aber musst es Stream neu starten, was ich ja eigentlich nicht will, weißt du? Deshalb habe ich die jetzt mal ein bisschen drin gelassen. Sagen wir mal so. Aber ich glaube, 5 Minuten ist es nicht. Ich glaube, das ist nur 30 oder 40 Sekunden. Aber dann noch von Twitch halt selber noch eine Verzögerung. Sagen wir mal eine Minute, weißt du? Ne? Aber ich vergesse das bei Counter-Strike jedes Mal. Und wir haben so viele Idioten jedes Mal. Kann man hier Leute... Was? Schmuggeln? Wegen Schmuggeln? Schmuggeln, nicht Schmuggeln. Achso, Muggeln. Ach schon. Also wer frisst denn hier sein Mikro? Hm. Ich? Schmeckt das? Ja, die Serving Counter-Strike, Lars. Ja, hab ich schon gesagt, Schatz. Der guckt, da hat schon die halbe Stadt, ey. Manchmal das gehört mir ja. Nee, das gehört Zitex. Der Schweizer kommt schon aus der Zukunft, weißt du? Die gehört mir ja schon. Spielen wir. Zitex weiß von nix, weißt du? Und zack, ist er wieder weg, die Straße. Toll. Scheiß Schubkarre, genau. Alter. Sie müssen den Spieler bezahlen. Alter, ey. Gib mir mal was Vernünftiges. Ach du Schande, ey. Tütüt. Och, die gehört dem Guckner ja schon. Was möchten Sie tun? Oh, ich bin drin. So gefällt mir das. Irgendwas läuft da falsch, oder? Mhm. Bei jedem Wurf hat sie einen Pasch. Sie haben ein freies Feld erreicht. Möchten Sie es kaufen? Nein, ich sag doch, der Aroro, der kann gut splitten, ne? Ja. Ich schieb das gerade irgendwem immer unter, weißt du? Hier willst du gewinnen? Ja. Was ist da los, ey? Aber nee. Schauen wir, ob das Glück Ihnen hold ist. Ja, hab ich ja noch nicht mal. Die Karte hätte eben einer gebrauchen können. Spielen wir. Hätten viele gebrauchen können, ja. Ey, mein Pennerwohnhaus. Das ist Ihre Gelegenheit, sich ein Grundstück zuzulegen. Kauf das, Schatz. Kauf it all in. Ah, willst du haben? Okay. What? Was? 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 Ja, guck, da hast du das noch nicht mitgekriegt. Wir spielen jetzt 3 versus 1. Und du, und du bist die 1. Das beinhaltet ja, dass ich dann mit Citex handeln muss. Man den Preis bezahlen. Was, der meldet eh Bankrott an. Ich hab noch so viel Geld, will das nicht einer haben. Alter, 4 funktioniert auch in dem Spiel, oder? Weiß ich nicht, drück mal. Ich bin der Host. Ja. Was sagen die Karten? Oh, Computerabsturz, schade. Toll. Sag doch, ich hab so viel Geld. Schatzi, denk dran, ich hab 2 Straßen für dich. Nee, du Waldi. Bau Palast drauf, ein Palast, kein Hotel. Aber du hast mir doch per WhatsApp geschrieben, ich soll die Straßen kaufen. Was? Ich hoffe, sie haben... Verrat doch nicht alles. Sie sind am Zug. Ich schon wieder. Und wieder ein Pasch. Nein, hoffe ich.
Hey, das also, das ist echt unglaublich, oder? Also, irgendwas stimmt ja da nicht. Ich kann ja nichts dafür. Egal. Kauf den nicht, du kannst ja eh nicht mit Citrix handeln. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Ey. Also langsam wird's merkwürdig. Ja, finde ich aber auch. Manchmal passieren schlimme Dinge. Schlaue Investoren geben niemals auf. Spielen wir. Da wäre fast schon wieder eine 1 gewesen. Gar nicht. Hier kann nichts passieren. Ach, Mist, das ist ein Bahnhof. Geben Sie nicht auf. Durchhalten. Es sieht, der macht sich Kohle durch die Fernreisen. Ja, ne? So ein bisschen mache ich. Citex? Ha. Willst du für die zwei blauen Straßen, die zwei gelben Straßen und die blaue Straße? Dunkelblau? Nee. Nicht? Nee. Oh, das soll ich dir nicht mal zeigen, was ich meine? Nee, mach einfach zu beenden. Wow. Viel Glück. Immerhin habe ich schon eine Straße, ne? Sie hatten mit bis dato habe ich immer nur Geld bezahlt. Ja, Impex, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ja, das dauert bei mir aber noch ein bisschen. Hui, Sie wissen, was Sie tun. Tütüt. Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Ja, nämlich gern. Müssen Miete zahlen. Weißt du, wer ist den Handel eingegangen? Hätte ich jetzt keine Miete zahlen müssen. Ich hab doch da extra drauf gewürfelt, ja. Damit du Geld kriegst. Weil du so wenig hast. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Ja. Wer ist den Handel eingegangen? Hätte ich keine Miete zahlen müssen. Du hast halt immer noch zu wenig. Sie sind dran. Was war das denn? Das sah leggy aus. Da tut man nur einen finanziellen Not aushelfen und dann wird man nur runtergemacht. Sie verfügen nicht über genug Geld, um das Grundstück zu kaufen. Na, Impex, willst du noch? Ja. Text. Tja. Tja. So macht man Geschäfte. Fängt das schon wieder an, dass ich meine Straßen so erkaufen muss, überhaupt so ohne. So eine Scheiße. Und wer gewinnt? Fragt Basti. Das könnt ihr erklären. Kein Bock. Natürlich ich. Ich hat keiner gefragt, die anderen sollten erklären.
Der cheatet. Faser. Der cheatet da. Der guckt da. Was, ich cheate? Ja. Der Würfel dauert von uns vier ein Pasch und nochmal ein Pasch und dann kein Pasch mehr, um nicht ins Gefängnis zu gehen. Und du, Basti, was bist du am Zocken? Glaub mal schön, lieber als wir losgehen. Ui! Sidex. Hast du schon mal die 200 behalten, wenn du über den Tisch? Nee, nee. Ihr Zug beginnt jetzt. Kenn ich irgendwo, ja. Ja, Pasch. Wenigstens kriege ich was. Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Jetzt zweimal eine 0,5. Jo, ja. Jetzt hat sie es rausgemacht. Er wurde langsam auffällig. Erfolgreiche Menschen schmieden ihr eigenes Glück. Er hält das Doppelte als normale Miete. Sie sollten bauen. Also, Glück gehabt. Los, würfeln Sie. Scheiße. Ne Fumpf. Ja, Bahnhof. Ihre Miete ist fällig. Karre ist nicht so wirklich ein Glücksbringer, ne? Kann das sein? Bis jetzt noch nicht. Bin immer nett. Wo häng ich denn jetzt? Ne! Ich darf was kaufen, was ich nicht über Auktion kriege? Möchten Sie die? Das war mit den Straßen noch vorher auch. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Kein schöner Ort für einen Besuch, aber Sie sind sicher. Wie kann man eigentlich gucken, was noch frei ist? Wenn du dran bist, gehst, glaube ich, auf Brettübersicht, oder? Oh, dann hast du beides, wa, Schatz? Großartig. Wie wird das eigentlich nochmal gemacht da mit dem Elektri und so, was man da bezahlt, wenn man beides hat? Irgendwie nach den Augen, also nach den Augen von den Würfeln? Das weiß ich gar nicht. Das kam ziemlich unerwartet. Ja, bist mit deiner Schubkarre zu schnell gefahren. Ja. Bist geblitzt worden. Spielen wir. Ich werd's Lachen noch vergehen. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Ja, eine Packung Zigaretten für Klast. Los, würfeln Sie. Wahrscheinlich auch noch nicht Raucher. Ja. Egal, du rauchst jetzt. Geben Sie nicht auf. Durchhalten. Ja, hast du mal eine 12. Wow. Huhu, mein erstes Geld, was ich kriege. Zukunft bringt. Toll, der C-Tex hat den Pasch vermasselt. Man kann nicht vorhersehen, was einem passieren wird. Ihr Zug beginnt jetzt. Oh, dreimal eine 2. Das ist doch Kniffel, oder? Ja. Wo bin ich? Muss ich wieder blechen? Geht aufs Kaufen. Oh!
Dieses Grundstück wartet auf einen Käufer. Werden Sie das sein? Ist eigentlich irgendwas... Ah, nee, ist eigentlich noch was frei, wo gar keiner drauf war? Nee, ne? Ja, orange, eine Karte. Und grün sind noch zwei Karten. Sie sind am Zug. Sie sind am Zug. Möb. Das nenne ich sicher. Lina? Ja? Tausch du die orangene Karte von mir gegen den Bahnhof von dir? Im Moment nicht. So nicht? Sie hat gesagt, im Moment nicht. Das heißt, nächste Runde macht sie das. Spielen wir! Da hat er sich freigekauft. Da siehst du mal, wo die Kohle hängt. Geh in den Knast. Ja, genau. Wartungsgebühr. Eine Beratung, wie man seine Insassen freilässt. Ja. Geh, lass dich in Zelle 10 stecken, so da ist schon der Tunnel. Schauen wir, ob das Glück Ihnen hold ist. Nee. Vielleicht nächste Runde. Willst du nicht mal wieder mit dem Zug fahren? Viel Glück. Map, map. Manchmal passiert schlimme Dinge. Schlaue Investoren geben niemals auf. Ich muss doch meine Kundschaft am Leben halten, ne? Ja, ja, ne? Impact. Was ist denn jetzt schon wieder? Tauschst du die orange Karte gegen deine gelbe Karte? Weil die orange kannst du dann mit Blatt. Mit Prina gegen die pinke Karte tauschen. Nee, dann hast du ja wieder eine volle Straße. Ja, aber du auch. Ihr Zug beginnt jetzt. Vorausgesetzt, deine Frau nimmt das Angebot an. Das ist nämlich der Haken. Nee, mach ich erstmal nicht. Ich guck mal. Du kannst in Naturalien bezahlen, mein Chat. Achso, siehst du? Dann brauche ich deine Karte nicht. Warten wir erstmal ab. Mal sehen, wie es noch läuft. Weil wir kennen ja hier die Lucky Bitches. Was? Los, würfeln Sie. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, ich jetzt drauf eingegangen, hätte schon eine volle Farbgruppe. Viel Glück. So, warte mal. Muss ich erst würfeln oder was? Ja. Oder wo sieht man das mit den Straßen da? Oh nee, Zugfahrt oder was? Du hast manchmal genug Geld, mein Schatz. Schlimme Dinge. Schlaue Investoren. Und jetzt kann ich Spielbrettübersicht. Leertaste. Ah. So, was ist da noch frei jetzt? Achso. 5 noch. Achso, hier die, ne? Die roten sind noch frei, ne? 2 roten, 2 grüne und eine orange, ne? Ah, okay. Sauerei hier. Ich bin dran. Pasch. Pasch. Pasch.
Wenigstens fährst du mit deinem Zug. Hast du schon über den Ausbau nachgedacht? Wer hat Bock auf Handel? Ich. Okay. Wie lautet Ihr Angebot? Beschützender Handel. Wie, was will ich da handeln? Ich will die gelbe Karte von mir. Und dafür kriegst du... $3 Angenommen. Kostenlos gemacht. Was? Was kostenlos? Geht da wieder was ab? Ja, passt so. Ja, der bescheißt dich. Alter! Was stimmt nicht mit euch? Alter, ich will nur eine Geld. Ich gebe 500 Euro. Bescheiß dich! Ja, weil du wieder was abgezogen hast. Hör nicht auf sie. Sie will nicht mit mir handeln. Er hat's doch selber gesagt, dass du was abgezogen hast. Ich hab da nichts abgezogen. Natürlich, du hattest mehr als 500 geboten. Dann bist du auf 500. Warte mal, was hat denn der C-Dex überhaupt? Ich hab gar keine mehr als 500 angeboten. Ja, was hat denn der C-Dex da? Ich gebe dir $500. Hä? Moment, wie geht das? Für eine Karte, die ich nicht brauche. Ja, das ist ein Gegenangebot. Von mir aus kannst du mit Geld runtergehen, wenn dir das zu viel ist. 501 Dollar. Alter, was? Hast du schon mal so einen kleinen Vergleich gemacht zwischen dem Gesamtwert? Ne, brauche ich nicht. Ich hoffe, dein Konzept geht auf. Ich muss erstmal hier gucken, dass mein erster Handel wieder überhaupt geht. Warte mal. Auf geht. Enter drücken, Geld hinzufügen. Wer will jetzt was haben? Warte, ich bin gerade am gucken. Wieso nimmst du die blaue? Besteht, da gibt es auch ein Angebot. Warte. Damit er mit Guck da handeln kann. Ja, aber was bringt mir das? Wenn du eine Karte hast und Impex eine Karte, dann handle ich doch nicht mit euch. Egal, warum nicht? Egal, wer die gelbe Karte hat. Ist doch egal, du musst handeln. Du ja, bist die Schubkarre. Handle ich mit C-Tex, wenn er die gelbe Karte hat. Und vielleicht handle ich mit dir, wenn du die blaue hast. Aber dann muss der Handel wirklich gut sein. Dass sich's auch lohnt für mich. Ja, ja. Du ziehst den C-Tex wieder ab mit 100. Hä? Hä? Nee, jetzt macht mal und dann... Das war ein guter Handel. Ich bin nicht mit euch. Ich spiele das Spiel. Was? Ich liebe das Spiel? Ich spiele das Spiel. Achso, ich spiele das Spiel. Ja. Wäre auch schlecht, wenn du jetzt nicht am PC sitzen würdest. Jetzt sehen wir, was die Zukunft bringt. Weißt du jetzt nicht? Haben wir jetzt gehandelt? Ja, habt ihr. Wir haben gehandelt, ja. Miete ist fällig. Oh, ich hab Geld gekriegt. Sie sind am Zug. Ja, ist auch nichts anderes als indirekter Handel. Es wird etwas Gutes passieren. Ich spüre es. Ich verstehe ja gar nichts. In der Hauptsache gelacht. Boah, Cheats, Alter. Guck dir das an. Der hat gar nicht geworfen. Die sind einfach nur runtergefallen. Ja, ja. Der hat die sich schon mal so hingelegt, Alter. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Nix. Da. Guckt ja an. Er legt ja einfach so hin. Schauen wir mal, ob sie. Ich will auch ganz gerne mal 200 kriegen. Guckt ja an, was der eine Kohle kriegt. Ja, ne? Und Gefängnis. Ah, ne, doch nicht.
Ach, scheiße. Sie müssen den Spieler bezahlen. Naja, nicht so schlimm. Los,